Rund 200 Zulieferer vereint das Automotive Cluster Berlin-Brandenburg in seinem Netzwerk. Am 20. Oktober waren 9 davon zu Besuch im russischen Kaluga. Für die Landesregierung ein wichtiger Termin. Ministerpräsident Matthias Platzek lieferte persönlich die politische Unterstützung für das Anliegen der Unternehmer. Beim Treffen mit dem Generalgouverneur der Region Kaluga zeigte sich die russische Seite offen für ein Engagement der Deutschen. Deshalb haben wir ein großes Interesse am Ausbau der Zusammenarbeit mit Brandenburg. Es bedeutet uns viel, was heute geschieht. Brandenburg ist sozusagen ein Vorbild für unsere zukünftigen Handlungen. Dass Investitionen in die Region Kaluga auf russischer Seite begrüßt werden, zeigte auch ein Besuch im Ausbildungszentrum für das Volkswagenwerk. Die Ausstattung und den Betrieb finanziert die Regionalverwaltung komplett selbst. Wer hier lernt, wird später unter Garantie vom russischen Ableger des VW-Konzerns übernommen. Auf dem Weg zum VW-Werk offenbarten sich aber auch die Probleme der Region. Die Logistik ist noch nicht stabil, auch die geplante Lieferung per Eisenbahn zu teuer. Der Generaldirektor von Volkswagen Rus führte die Delegation durch den rund 750 Millionen Euro teuren Komplex. Noch wird hier nur probehalber produziert, aber bald soll die Anlage über 100.000 Wagen pro Jahr ausschließlich für den russischen Markt herstellen. Brandenburger Unternehmen sind, zumindest als Exporteure, schon jetzt beteiligt. Die Lichttunnel kommen aus Lenzen. Volkswagen macht sich aber für eine Ansiedlung der Zulieferindustrie stark. Wir können mitgeben, hier Kaluga ist eine Chance für die Zukunft. Hier ist noch Europa. Hier kann die Wirtschaft sich entwickeln. Mit hierher gehen heißt teilhaben am Erfolg von Volkswagen. Wir suchen Lieferanten, die sich mit uns hierher wagen. Es ist ein Land voller Herausforderungen, aber auch mit vielen Chancen. Um diese Chancen zu nutzen, ist Siegfried Eichner für das ABB-Netzwerk als ständiger Mitarbeiter in Kaluga präsent. Also es zeigt sich ja jetzt schon, auch bei diesem Besuch, dass das wichtig ist, jemanden zu haben, der die Fäden spinnt, der weiß, wo wer ist, der was zu sagen hat oder auch nichts zu sagen hat und der die Ohren vor allen Dingen aufsperrt und dementsprechend dann auch sowohl an dem Ort, wo er tätig ist, aber auch in das Netzwerk in Brandenburg hineinwirkt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Der erste Tag in Kaluga endete dort, wo er auch begann, im Gouverneurssitz. Im entspannten Rahmen konnten die Teilnehmer die ersten Eindrücke verdauen. Gern auch mit typisch russischem Essen und Getränken. Hochkonzentriert begann der zweite Tag in der Industrie- und Handelskammer von Kaluga. Hier ergaben sich auch erste Möglichkeiten für handfeste Kontakte mit ortsansässigen Unternehmern. Der nächste Termin führte die Deutschen in das Werk der Firma Bosal. Als internationaler Automobilzulieferer stellt das Unternehmen hier Abgasanlagen und Katalysatoren her. Offen für Automotive zeigte sich auch die Firma Elicor. Momentan füllen noch Möbelteile die Lagerhallen, ein Zeichen für gutgehende Geschäfte. Wie fast überall ist der Großteil der Arbeitnehmer weiblich. Am späten Nachmittag stand die Besichtigung eines möglichen Standortes für eine Ansiedlung in Russland auf dem Programm. Lemkon aus Finnland wollen diese Brachfläche zu einem industriell nutzbaren Gelände entwickeln. Mit derart vielen Eindrücken beladen, fiel der Aufbruch nach Hause am nächsten Morgen schwer. Zeit für ein Fazit. Wir werden darüber nachdenken, ob wir sowas nicht an anderen Standorten, möglicherweise jetzt in Deutschland, in Europa, mal wiederholen. Sprich über einen Erstquartiermacher, wenn ich das so nennen darf, dann einfach einsteigen in ganz konkrete Kontakte, wo die Unternehmer dann sagen, das war keine vergeudete Zeit. Ob aus der vom Automotive Cluster Berlin-Brandenburg organisierten Reise neue Geschäftsfelder erwachsen, wird die Zukunft zeigen. Kaluga und die deutsche Hauptstadtregion sind auf jeden Fall näher zusammengerückt.